Schiedsrichter, meine Damen und Herren. Zur 16. Folge. Aber na gut, wir werden uns halt erstmal jemanden runterschicken, auf den warte ich jetzt erstmal wieder. Und dann, ja, werden wir erstmal rechts rum versuchen erstmal. Toren stehen, werden wie der Staub im Winde zerstreut. Sein Wille geschehe! Sein Wille geschehe! Denn er wird ihren Körper und ihre Seele verschlingen, denn von Schießpulver kann man sich reinigen. Aber die Elektrizität ist das ewige Brandzeichen der Sünder. Also lasst uns jetzt den Zahn. Und jetzt wie bei Thief kann ich jetzt gut welche Wasserbomben brauchen, um Fackeln auszumachen. Und darüber hinaus lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Spannung. Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Fehl und Tadel erheben, über Gott erheben und mächtiger sind als er. Wir lehnen ab! Amen, meine Kinder! Denn die elektrische Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift. Okay. Nur jene, die Elektrizität ablehnen, werden in Gottes Reich aufgenommen. Nur jene, die sich von seiner Verderbtheit nicht beeinflussen lassen, werden vom Zahnfisch durchgelassen. Gelobt sei der Fisch! Also lasst uns die Ketzer vor unserer Tür nicht fürchten. Jene, die unser Kloster anzugreifen wagen, selbst vor ihrem stählernen Ross, das nach Maschinenöl stinkt und sein ketzerisches Licht auf uns scheint, werden wir nicht wanken. Er freut sich doch. Stellen wir uns gegen sie. Denn dies ist unsere Stunde des Ruhms. Amen. Amen. Schön. Die werden niemals am Zarfick. Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer. Erst Katja und jetzt ich. Verdammt, bist du schnell, Artyom. Wir sind nur auf der Durchreise. Lasst uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Wir waren die ganze Zeit nachsichtig mit euch und Katja hat selbst darum gebeten, mitkommen zu dürfen. Hast du mich verstanden? Ich verstehe. Erst bringt ihr die heimischen Halsabschneider um und dann stürzt ihr euch auf uns? Werdet ihr auch Alte und Kinder töten? Oder habt ihr schon genug Blut getrunken? Geht und verschwindet für immer. Gott mag euch für eure Sünden bestrafen. Aber meine Aufgabe ist es, meine Herde zu hüten. Hört mich, Brüder! Stellt euer Feuer ein! Hört ihr mich? Ich exkommuniziere jeden, der schießt! Ich habe getan, was ich konnte. Nicht schießen! Sagt dem Fahrer, dass er langsam fahren soll! Haltet nicht an, sonst könnte die Brücke einstürzen! Ihr müsst jetzt springen! Oh, wir haben eine Vereinbarung. Sie lassen uns durch, wenn wir nicht schießen, langsam fahren und nicht anhalten. Wiederhole, nicht anhalten. Ende. Artyom, lass uns springen! Tja, das haben wir gut gemacht, was? Ja, der Duke. Duke hat überlebt. Oh lol, Duke hätte sterben können. Okay, das ist ja krass.
Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Die Brückenbewohner haben letztendlich beschlossen zu glauben, wir seien keine Dämonen. Daher ließen sie uns durch. Anna hatte recht. Wir sind in ihre Welt eingedrungen und wir sollten sie nicht zerstören. Wie dumm sie auch erscheinen mag. Elektrizität ist eine Sünde. Ist das wirklich schlimmer als die Lügen, die uns in der Metro erzählt wurden? Dass die ganze Welt tot sei und man nirgends mehr hin kann? In den Tunneln hat jeder diese bequeme Lüge geglaubt. Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir wenigstens wissen, ob diese Lüge gerechtfertigt war. Bislang gab es keine Anzeichen feindlicher Besatzungstruppen. Okay, ich find's echt geil. Duke hätte echt sterben können, ne? Es ist halt abgefahren. Aber weil ich so geil bin, der beste Spieler der Welt, hat er überlebt. Atyom. Wach auf, mein Schatz. Ist der schon auf? Artyom, der Oberst will dich im Führerstand sehen. Wir sehen uns später. Na los, wach auf. Nur damit sie sich hinsetzen kann. Ah ja, klar. Frauen. Weib. Das hast du gut gemacht. Wir sind nicht mehr zu Hause, daher handeln wir besser so wie du. Ganz vorsichtig. Es sind ja nicht mehr viele Menschen übrig. Ich hoffe daher, dass wir eines Tages anderen vertrauen können, denn sie sind auch Menschen. Langweile ich dich? Tut mir leid, ich bin heute in philosophischer Stimmung. Okay. Radio. Was gibt's hier so? Wiederholen bitte. Kinell, bitte kommen! Kinell! Ende! Na, das ist ja großartig. Naja, ich probiere es später nochmal. Wie lange sind wir schon unterwegs? Ich habe auch den Funk abgehört. Achtung! Hier spricht das Spezialkomitee für Wiederaufbau von der Basis des Projekts Arche. An alle, die mich hören können und noch immer dem Ziel. Das haben wir ja. Wie lange hat es gedauert, bis er überhaupt in ihr Kunst reinkam? Nicht einmal 2 Jahre. Solltest deine Haltung zu Menschikow besser überdenken. Hast du schon vergessen, wer den Handel mit den Sträflingen von Solothurn aufgebaut hat? Ne? Naja, das war nicht cool. Hältst du was? Ah. Oh ja. Das gefällt mir. Das steht im Tagebuch dran, ne? Aber das ist ein Ladebildschirm mit Team. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Keine einzige Übertragung hat von einer Besatzungstruppe berichtet. Onkel Artyom! Onkel Tukarath hat schon seine Werkstatt eingerichtet. Willst du mal gucken? Die ist so cool! Hier, Onkel Artyom. Ah, hi Artyom. Wie gefällt es dir? Gereicht den höchsten Ansprüchen. Was hältst du von dieser Werkbank? Hm? Alles in Griffweite und trotzdem noch so viel Platz. Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Also vielen Dank dafür. Das müssen wir auch weiterhin so machen. Offenbar haben wir eine lange Reise vor uns und Nützliches wie Munition und Ausrüstung wächst nicht auf Bäumen. Und je weiter wir uns von Moskau entfernen, desto schwieriger wird es vermutlich, die Sachen zu besorgen. Also denk immer dran, alle Materialien einzusammeln, die du finden kannst. Es gibt so viel zu tun.
Ich weiß noch nicht, wo in Zügen arbeiten werde, aber das wird sich bald zeigen. Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Uniformen reparieren. Ein paar unserer Leute sehen bereits ziemlich zerlumpt aus. Dukes Schutzweste trägt den Rückenschutz nicht mehr. Daher witzelt er, dass es zum Glück nicht der Brustschutz ist, sonst wären seine Zehen in Gefahr. Ach, wie auch immer, ich werde die kleine Bande wieder zu einer echten Armee machen. Gut, das reicht. Genug angegeben. Ich will nicht weiter deine Zeit beanspruchen. Der Oberst hat dich zu sich beordert. Ich habe Sachen zu erledigen. Ihr macht eure Ausrüstung immer so schnell kaputt. Aber nichts, was sich nicht reparieren ließ. Okay. Onkel Tokarev! Onkel Tokarev! Was möchtest du denn fragen, Nastja? Onkel Tokarev, hast du eine Nähmaschine? Nein, habe ich nicht. Aber wie reparierst du denn dann die Anzüge? Wie alle anderen. Mit Nadel und Faden und Näh mit kleinen Stichen. Wow, cool. Kannst du mir das beibringen? Na klar, aber später. Ich habe noch zu tun. Lässt du mich dann Sams Gewehrgut nähen? Naja, ach, klar doch. Aber nur unter Aufsicht. Sam ist sehr streng, weißt du? Hurra! Und Onkel Sam ist gar nicht streng. Er ist total nett. Also. Taucherpause! Das ist gut. Warum nicht? Ganz schön stark. Verdammt, ist die stark. Naja, aber nicht so stark für uns. Mädchen. Also ihr seid schon die richtigen Typen. Du, der Oberst, Duke. Dieser Typ hat an der Brücke Großes geleistet. Und jetzt prallt er damit wie ein Kind. Er ist wirklich ein Kind, aber er ist gut. Tja, was wollte ich gerade sagen? Danke. Ihr habt mich akzeptiert und ich bin ein einfacher Mann. Ich werde die Schuld begleichen. Wie gefällt's dir hier so nach den Tunneln? Klar, so viel Platz. Kommt mir auch leer vor. Nur Gräser und Ruinen und diese verdammten Mutanten. Ich hasse sie. Auch wenn ihr die Regierung letztendlich zu sehen bekommt. Sei jetzt nicht sauer, Bruder, aber sagt mir einfach, wofür zum Teufel braucht ihr sie überhaupt? Klar, es könnte interessant sein, sie mal zu sehen. Aber während meiner Wanderung habe ich nur zwei Sorten Ex-Regierungsbeamte getroffen. Tote und Bandenanführer. Und lass dir gesagt sein, letztere sind viel schlimmer als der Durchschnittsbandit. Sie labern immer dumm herum, bevor sie etwas Schlimmes machen. Was ich damit meine ist, selbst vor dem Krieg war mir die Regierung ziemlich egal. Und jetzt, nachdem alles den Bach runtergegangen ist, noch viel mehr. Also, wofür? Hä? Ich bin ein einfacher Mann und hab dir gesagt, dass ich zu dir stehe. Also müssen wir lange miteinander auskommen. Aber ich würde lieber eine hübsche Heimat finden, anstatt die Regierung zu suchen. Klar, sie könnten uns Luxusbunker oder so bieten. Mir scheint kalt zu sein, Artyom. Wärm dich etwas auf. Ich rauche noch eine. Muss ein wenig nachdenken. Okay. Oder so schnell. Haben wir jetzt genug Platz. Da. Natjas Brief. Lieber Papa, ich schreibe da, damit du weißt, wo du Mama und mich suchen musst, wenn du zurückkommst, weil Mama und ich wollten bleiben, aber Silantius sagt, wir müssen zum Turm gehen und das Auto stehen lassen. Und ich will das nicht. Ich wollte im Auto auf dich warten, aber Mama sagt, ich darf nicht. Und Silantius hat gesagt, du kommst nicht wieder, weil du die Glaubensprüfung nicht bestanden hast. Er ist ein doofer Lügner, weil du gar keine Prüfung brauchst, weil ihr Glaube dumm ist. Du hast das mal gesagt. Mama hat nichts gesagt, aber ich weiß,
dass sie auch auf dich wartet. Also bitte komm bald zurück und hol uns von dem Blödmann weg. Ich liebe dich ganz doll. Süß. Einfach nur süß. Das ist wahrscheinlich vom Oberst. Artyom, komm rein und setz dich. Stepan will uns etwas vorspielen. Und Artyom, bereit für eine Jam-Session? Na los, schnapp dir die Gitarre. Komisch, dass der Geigerzähler hier nicht anfängt rumzupiepen. Ach, das Spiel ist einfach schön, Leute. Einfach so entspannt. Und jetzt Solo. Da. Na gut. Danke, Stepan. Ich muss jetzt weiter. Tut mir leid, ich frage Katja, aber Nastjas Vater, er ist tot, oder? Weiß Nastja das? Ja, ist er. Ich wollte es vor ihr verbergen und sagte, er sei zu. Ah, hör endlich auf damit! Ach ja, was hast du erwartet? Der Oberst wartet im Führerstand auf dich. Was stimmt denn nicht mit deiner Schutzweste? Tokaro! Ah, eine lange Geschichte. Komm schon, raus damit! Naja, da sitze ich also einem Stahlträger und beobachte Artyom, wie er unten herumläuft. Ach, du hast es echt drauf? Artyom hat den Großteil der Arbeit erledigt. Das hat er, ja, das hat er. Du darfst mich beim Lügen aber nicht unterbrechen. Schließlich hast du selbst nach der Weste gefragt. Also gut, mach weiter. Ich sehe also, wie Artyom zu dieser Tür geht und denke, dass ich so langsam runter sollte. Aber irgendwas hält mich fest. Was denn? Woher soll ich das wissen? Es ist dunkel, keiner da. Aber ich kann mich nicht bewegen. Und diese Einheimischen redeten ja immer von diesem Zar-Ding. Also denke ich, da gibt es eine Verbindung. Und? Also löse ich den Sicherheitsriemen und springe runter. Da unten ist eine Scheune, das Dach ganz nah. Und was ist mit dem Zar? Ach, der Zar ist riesig, unheimlich wie nichts. Dann ist da dieser rostige Nagel und mein Träger verhakt sich daran. Tja, du kannst vom Glück reden, dass du schon einen Spitznamen hast, Duke. Wie sieht denn dieser Becher aus? Zum Totlachen. Und was passiert dann? Oh, dann springen wir auf diesen alten Prediger. Naja, hauptsächlich Artyom. Glitzerin wie ein Falke. Ja, er ist echt gut. Wenn ich den Träger klettere und den Zar bekämpfe. Hör zu! Ich habe mit der Archie gesprochen. Und zwar dank Tokarev. Er hat den Decoder ans Laufen gebracht. Arche, bitte kommen. Bitte kommen, Arche. Hände. Arche hier. Identifizieren Sie sich. Hände. Hier spricht Oberst Svatoslav Malnikov, Kommandant einer Sondereinsatztruppe. Wir haben Ihr Signal empfangen und sind unterwegs zu Ihnen. Haben Sie verstanden? Hände. Ja, ich höre Sie laut und deutlich. Mit wem spreche ich? Wie kann ich Sie ansprechen? Stellvertretender Leiter der Kommunikationsabteilung, Major Ivanov. Einen Moment. Oh ja, Herr Major. Natürlich müssen Sie eine Überprüfung durchführen. Also gut, Oberst Melnikov. Einfach großartig. Ich entschuldige mich für den Mangel an Vertrauen, aber wie Sie wissen, ist die Situation ernst und der Feind kann jederzeit zuschlagen. Das verstehe ich, Herr Major. Und ich hoffe, Sie können der Führung mitteilen, dass meine Leute sehr pflichtbewusst sind und Ihnen bei unserer Ankunft voll und ganz zu Diensten stehen werden. Ende. Vielen Dank für die guten Nachrichten.
wie viel Mann umfasst Ihre Streitkraft, Oberst? Ich habe einen Trupp der besten Agenten, die unsere Spezialeinheiten zu bieten haben. Ein Trupp? Ah, ich verstehe. Nun, das ist gut. Sehr gut. Ja, wir sind keine große Streitkraft. Aber wir überbringen eine extrem wichtige Nachricht. Wir kommen aus Sektor K6 Alpha zu Ihnen. Haben Sie Informationen über Feinde, auf die wir unterwegs treffen könnten? Ende. Einen Moment, bitte, ich schau mal nach. K6 Alpha, sagen Sie? Soweit ich das sehen kann, sind keine Feindbegegnungen aus dieser Gegend gemeldet, Oberst. Ich muss unser Gespräch jetzt leider beenden, aber seien Sie versichert, dass wir Ihre Ankunft erwarten. Ich werde sofort Bericht erstatten und der Verteidigungsminister wird Sie sicher gern empfangen. Das ist eine große Ehre. Vielen Dank. Ein paar Worte aber noch. Wie ist die allgemeine Lage bei Ihnen, Herr Major? Bitte? Herr Oberst, Sie werden verstehen, dass diese Information geheim ist, aber... Ich verstehe auch, dass Sie... Uns geht es gut, keine Sorge. Nun, wir sehen uns in der Arche. Ende und aus. Ich diene dem Volk. Ende und aus. Verstehst du jetzt, du ungläubiger Thomas? Meine Hände zittern vor Aufregung. Der Minister höchstpersönlich. Das ist unglaublich. Übrigens, Archer... Du solltest dir mal die Karte ansehen. So hast du einen Penis. Wie du siehst, fahren wir fast geradewegs auf den Yamantau-Komplex zu. Katja und Crest haben gesagt, dass die Strecke dort in einem brauchbaren Zustand ist. Wirklich überraschend, wenn man die Menge der wichtigen Ziele dort berücksichtigt. Also können wir hoffen, von jetzt an gut voranzukommen. Direkt bis zum Ziel. Es ist gar nicht mal so weit, aber unser Tempo hängt vom Zustand der Schienen ab. Ich denke, es könnte also etwas dauern, bis wir dort ankommen. Also, Yermak, wo waren wir stehen geblieben? Okay. Sie haben gesagt, es geht nur um Ergebnisse. Wir nähern uns dem Yamantau-Bunker, dem letzten Ziel unserer langen Reise. Der direkte Funkkontakt mit dem Bunker hat Millers Unmut über das Zerstören unseres bisherigen Lebens vollends zerstreut. Er wartet jetzt begierig auf das Treffen mit dem Verteidigungsminister, das ihm versprochen wurde. Vermutlich ist einem Karriereoffizier so etwas wichtig. Die Leute sind jedoch weniger interessiert. Sie stellen wichtige Fragen. Wo sind die Besatzungstruppen? Warum treffen wir nur auf Wildnis und wild gewordene Menschen? Was hält die Regierung davon ab, das Land wieder aufzubauen? Was wurde in den letzten 20 Jahren bereits unternommen? Miller glaubt, dass wir auf alles Antworten bekommen werden. Er wird begnadigt, Anna und ich auch. Und dann kehren wir alle nach Hause zurück. In die Metro. Na gut, wir sehen uns das nächste Mal und somit auf.